Meine lieben Roadtruckers da draußen, seid gegrüßt und wie immer herzlich willkommen zurück hier im wunderschönen Alaska. Und wir haben beim letzten Mal hier die Eisstraßen erkundet, beziehungsweise unseren ersten Auftrag gemacht. Und wir werden gleich von hier aus weitermachen. Ich will nochmal irgendwas gucken, denn hier ist wohl irgendwo eine Sehenswürdigkeit, glaube ich. Warte mal. Ja, irgendwo da hinten. Obwohl, da können wir auch hinfahren, ne? Gut. Ja, AWR Außenstelle 31 ist es, glaube ich. Oder Außenposten, irgendwie so. Hier haben wir die riesen Radardinger hergebracht beim letzten Mal. Und ich hatte ja gesagt, da der nur so lange Aufträge hat, machen wir heute einen langen. Denke ich mal. Guck mal, medizinische Abfälle. Ist sogar schwierig. Mhm. 6 Stunden, 19 Minuten, 583 Meilen. Und was haben wir hier? 668 beschädigtes Radar. Okay. Ja, dann. Medizinische Abfälle klingt auch interessant. Das ist Terramüll Recycling. Ach komm, wir nehmen den. Der gibt am meisten Kohle. So. Jetzt fahren wir quasi die Defekten wieder zurück. Okay, wo ist mein Truck? Hallo? Truck, wo bist du? Da hinten. Wir haben zwei hergebracht und zwei kaputte dürfen wir jetzt wegfahren. Ist auch geil, ne? Aber das ist natürlich sehr gut fürs Leveln. Und für unser Bankkonto, ne? Deswegen, wir haben ja Zeit. Wir gucken uns das an. So. Zack. Einmal schön rückwärts ran hier an die Golfbälle. Passt. Wir müssten mal tanken. Wird Zeit. Essen und trinken müssen wir auch. Das heißt, wenn wir irgendwo etwas sehen zum Tanken und zum Essen besorgen, dann werden wir diesen Ort besuchen. Ich denke mal, wir werden da wieder an einigen Locations dran vorbeikommen. Schauen wir mal. So, aber erstmal eben hier die Kabellage ranmachen. Und dann können wir gleich loslegen. Rin in den Truck. Licht machen wir an. Und dann will ich nochmal irgendwas gucken. Denn ihr hattet mich gefragt, warum ich denn mir keinen anderen LKW hole. Und ich bin der Meinung, ich weiß das nicht, ab wann man neue LKWs freischalten kann. Ich müsste jetzt quasi hier einen Punkt investieren. Ich glaube nämlich nicht, dass ich ohne den Punkt zu investieren schon neue LKWs bekomme. Ist aber nur eine Vermutung. Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was wisst. So. Schön langsam. Sehr ruckelig hier. Aber wo ist denn hier eine Sehenswürdigkeit? Also gesehen habe ich bis jetzt nichts. Komisch, ne? Na gut. Ich lasse mal rollen. So.
Jawohl. So, jetzt wird es wieder interessant. Bremst schon mal ein bisschen. Ja, da geht es nämlich wieder los. Da hattet ihr mir auch wieder fleißig was zugeschrieben. Man soll wohl, wenn man zu lange stehen bleibt, auch einbrechen. Und das Ganze ist auch jahreszeitabhängig, also kommt immer darauf an, welche Jahreszeit man gerade hat. Ja, im Sommer kann man hier, glaube ich, gar nicht fahren, da muss man die Fähre benutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Finde ich sehr, sehr cool. Ah, wir gucken mal. Aktuell sind wir ja kurz vorm Frühling. Bin gespannt. So, ich fahre jetzt genau 16 Meilen die Stunde. Ja, 17. Wir schwanken. Aber das ist voll in Ordnung. Wir wollen ja heile ankommen. So. Fahren wir den Weg zurück, den wir gekommen sind. Ja, das wird jetzt wieder einen Moment dauern. Aber sobald wir denn hier weg sind vom Eis, können wir dann wieder schön ein bisschen Gas geben. Ach so. Ihr hattet mich gefragt, warum ich meinen Wintermantel nicht ausgerüstet habe. Den haben sie mir im Krankenhaus ausgezogen. Wegen Behandlung. Ne? Aber gut, dass ihr aufpasst. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe ihn jetzt wieder an. Ne? Jetzt frieren wir auch nicht mehr. So, guck mal da hinten. Da ist bald Ende. Aber wir haben genug Zeit, denke ich. Und was wir auch noch nicht gemacht haben, den heutigen Wettercheck. Ne? Minus 10,3. Und es ist trocken. Und aktuell 13.51 Uhr. Bei mir gerade nicht. Bei mir ist es gerade 14.39 Uhr, aber ja, ist glaube ich ziemlich unwichtig, diese Info. Ich weiß ja auch nicht, wann ihr dieses Video sehen werdet, also egal. Ich nehme ja sowieso immer. Manchmal nehme ich abends auf, manchmal nehme ich tagsüber auf. Es kommt immer darauf an, wie ich gerade frei habe. Und natürlich auch Zeit habe, ne? Ist ja klar. So, und ich hoffe, hier ist bald Ende. Muss da echt konzentriert bleiben. Jo, Navi spinnt auch. Okay, warum auch immer.
gibt kein GPS hier. Kein Signal oder so. Jetzt geht's wieder. Das ist ja kurios. Okay. Ja, 600 Meilen haben wir noch. Dauert noch ein bisschen, bis wir da ankommen. Aber irgendwie auch cool, mal ein bisschen langsamer zu fahren und die Landschaft zu genießen, ne? Oder was meint ihr? Muss ja auch nicht immer so hetzen. Schön vorsichtig. Ja, und da vorne an der Kreuzung rechts rum. Aha, aha, aha. Machen wir. Und weiter geht's. Oh, da war ich schon wieder zu schnell. Uiuiui. Da hinten steht ein Fahrzeug. Ach hier, Schneeschieber, okay. Stimmt, der stand da in der letzten Folge auch schon. Da war ja was. So, wieder die Kurve hier. Ich glaube, da vorne ist gleich Schluss mit Eis. Oder? Ah, das sieht gut aus. So. Yay. Haben wir das geschafft? Wunderbar.
Okay, jetzt können wir ein bisschen Gas geben, damit wir hier hochkommen. Jawohl. Und die Kolben glühen. Da hat der Truck wieder ordentlich zu arbeiten. Aber nützt ja nichts. Wir müssen hier nun mal lang. So. Schön vorsichtig hier. Rauf und runter. Wie eine Achterbahn. Oh, guck mal. Wie warm das auf einmal ist. Nur noch minus 5,5. Krass. Sicher jetzt erst. Nicht schlecht. Ah, guck mal hier. Schranke. Beziehungsweise Schranke ist es ja nicht. Yay. Gibt es hier irgendwo was zu essen? Guck mal, da hinten ist eine Tür auf. Warte mal eben. Lass mich mal eben gucken. Da ist eine Tankstelle. What? Okay, Moment. Mal eben schnell. Das will ich mir mal eben angucken. Da ist Office. Wo kann man denn hier tanken? Hä? Moinsen. Ey, Tatsache, guck mal hier. Limo. Energy Drink. Da kaufen wir ein paar von. Habt ihr mir einen Tipp gegeben? Die helfen ganz gut. Kaffeemaschine. Halb und halb hätte ich gern. So, den hauen wir uns auch gleich in den Schädel. So, genau. Hau weg den Kaffee. Erste-Hilfe-Set hat er. Okay. Rinder-Ravioli. Käse-Tortellini. Aha. Okay. Wer ist er? Ah. Der Manager. Ey, voll schick hier, ne? Voll gemütlich. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo man hier tanken kann. Ich sehe keine Tanke. Komisch, ne? Egal. So, einmal rein hier. Weiter geht's.
Jo, hier müssen wir vorsichtig sein. Sehr, sehr schmal alles. So. Boah. Krass, oder? Wenn du hier einmal nicht aufpasst, dann ist direkt vorbei. Holy moly. Jetzt fehlt nur noch Gegenverkehr. Da wäre hier richtig Alarm. Boah. Voll durch die Wildnis. Guck mal, wie das aussieht, ey. Aber sie haben den Weg markiert, ne, mit den Fähnchen. Das ist gut, dann sieht man sofort, wo man langfahren kann. Das ist mir auf der Fahrt hierher gar nicht aufgefallen. Oder ich habe es vergessen, das kann natürlich auch sein. Bremsen. Ja. Sehr schön. Hohoho. Wackel, wackel. Ach, wir fahren einen anderen Weg, ne? Guck mal. Hier waren wir noch gar nicht. Stimmt. Aber warum fahren wir da lang? Hä? Ich hätte doch auch hier lang gekonnt, oder? Verstehe ich gerade nicht. Oh, Navi, jetzt mach keinen Scheiß. Oh. Holzbrücke. Aber es sieht halt auch cool aus, ne? Auch wenn das jetzt ein bisschen schwieriger ist. Aber guck mal, die schicken uns tatsächlich hier einmal im Kreis. Das glaube ich doch nicht. Wahrscheinlich, damit ich drehen kann, ne? Ja. Die einzige Stelle hier. Krass. Das kostet richtig viel Zeit.
Na gut. Und wieder über die Brücke. Aber ja, macht Sinn. Wir hätten nicht drehen können. So, und da hinten über die Brücke fahren wir gleich, ne? Die wir da sehen in der Ferne. Glaube ich zumindest. Das ist auch eine heftige Belastung, ne, für Mensch und Maschine. Hier musst du super konzentriert sein. Und die Maschine, die wird garantiert nach so einer Tour ein paar Wehwehchen haben. Da musste ich einmal ganz kurz bremsen. So. Okay, warte mal. Guck mal, ich hätte auch hier lang fahren können. Das Navi hat mich falsch geschickt. 100 Pro. Okay. Haben wir Sightseeing gemacht? Da ist jetzt die Brücke. Da müssen wir auch wieder langsam fahren, weil die so schmal ist. Am besten nicht lenken. Einfach geradeaus fahren.
Yay. Endlich wieder festen Boden. Geil. Aber eine coole Ecke da hinten. Mal was anderes. So, 8 Stunden, 32 Minuten haben wir Zeit. Und haben aktuell noch 482 Meilen. Sollte klappen. Wird eng, aber sollte klappen. Wird auch langsam schon wieder dunkel. Ah, und kurvig wird's. So, und da vorne müssen wir links abbiegen. Jetzt erstmal wieder geradeaus. Ist auch gut. Und wir fahren Richtung Fairbanks. Mega. Dem Sonnenuntergang entgegen oder so ähnlich. Speedlimit 55, das passt. Gucken wir mal ein bisschen drauf treten. Jawohl. Speedlimit bleibt bei 55. Das ist super. Da bin ich dabei. Wobei das hier gerade leicht ein bisschen bergauf geht. Auf die Geschwindigkeit werden wir so oder nicht kommen. Aber macht ja nichts. Muss auch gar nicht. So. Ah, da bin ich kurz weggedriftet. Wir gucken mal eben auf die Karte, wo wir jetzt sind. Ja, gleich in Fairbanks. Gakona müssen wir. Okay. Na gut. Von mir aus. Ah, wird auch wieder kälter. Minus 8,1 Grad aktuell. Moin. Map, map. Thank you.
Jawohl. Bremsen. Wir wollen ja dem Kollegen nicht hinten drauf fahren, ne? Oh nein, sie wird schon wieder rot. Da wäre was zum Fotografieren gewesen, gerade auf der linken Seite. Oh, rot, 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 rot. Boah, Kacke. Gut, dass da keiner gekommen ist. Ja, eine Tankstelle wäre jetzt gut, ne? Dass ich nochmal eben einmal ein bisschen nachtanke. Für den Fall der Fälle, aber bis jetzt habe ich keine gesehen. So, wir müssen hier links rum. La 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 la. Ja, Ampel. Danke. Perfekt. Einmal hoch. Oh. Manchmal gar nicht so einfach, die Spur zu halten, ne? Mit so viel Gewicht hinten dran. So, hier kommt wieder irgendwas auf der rechten Seite. Aber keine Ahnung, was das ist. Ach! Weihnachtsmann. Jawohl. So, Speedlimit runter. Oder? Nee. Doch nicht. Ich dachte 25. Dann war das wohl bei einer anderen Brücke. Na gut. Cruisen wir weiter. Hier müssen wir bremsen, ne? Baustelle. Ja, hier ist auch die Putzilei. Oh, schön vorsichtig. Nicht zu schnell. Jawohl. Raus aus der Baustelle. Rauf auf die Straße. Mega. Hier wieder die Air Force Base, ne? Mit den Kampfjets und so. Würde ich auch gern transportieren. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht, aber... Uns fehlt ja noch die eine Lizenz. Was sagt die Uhr? 19:49 und wir haben noch 6 Stunden 14 Minuten Zeit bei aktuell 289 Meilen. Das kriegen wir hin.
Sprit ist auch noch ordentlich da. Also nicht ordentlich, aber genug. Das sollte für den Auftrag noch reichen. So, da ist die Müdigkeit. Wir hauen uns einen Energy Drink rein. Ja, Kollege, hallo. Sei gegrüßt. Er biegt ab, das ist super. Mal weiter cruisen. Und wieder Brücke. Dürfen wir auch wieder drauf treten. 55 sind erlaubt. Cool. So, was sagt die Karte? Wie weit sind wir jetzt? Wir haben schon, guck mal, hier oben waren wir. Wir haben schon ein gutes Stück geschafft, also meckern kann man da nicht. Aber es sind da auch nur noch 217 Meilen. So, die hier vorne müssen wir gleich mal gucken, wie schnell die fahren. Überholen möchte ich mit diesem Ding auf gar keinen Fall. Oder mit diesen beiden Dingern. Das ist mir zu gefährlich. Aber eigentlich haben die auch gut Geschwindigkeit drauf, ne? Brauchen wir uns jetzt nicht wirklich Sorgen machen. Es sei denn, die bremsen wieder aus irgendeinem komischen Grund. Das hatten wir ja auch schon mal. Und wir haben ein Hindernis. Jawohl. Geil. Wo denn? Okay. Sind wir schon dran vorbei. Perfekt. Wollen wir uns keine Sorgen machen. Jetzt wieder auf und ab. Achtung.
Vor denen habe ich jetzt Angst, ne? Seit dem letzten Mal, wo der uns da so frontal reingefahren ist, bin ich jetzt so ein bisschen ängstlich. Ja, die Kurven sind nicht zu verachten, ne? Auch wenn die jetzt nicht wirklich super krass sind, aber man merkt das schon, wenn man so nach außen gedrückt wird. Was steht da? Ah, Paxen. Okay. Hallo Paxen. Bremsen. Jawohl. Vorsichtig, vorsichtig. Jo. Nächste Kurve. Geben Sie bitte Gas, meine Herren. Boah. Das hatten wir doch schon mal, oder? Habt ihr alle Angst oder was? Gut, ich mach's doch. Sonst kommen wir ja nie an. Jawohl. Und wieder rauf. So, ein kleines Kürfchen hier. Und hier haben wir schon das nächste wieder. Ja, komm her, hier Energy Drink. Oh. Da hat meine Lenkung gerade nicht funktioniert, warum auch immer. Okay, also essen und trinken am besten, während der Truck steht. Würde ich mal so sagen. So, sorry, Jude, sei mir nicht böse, aber ich muss dich überholen. Du bist mir zu langsam. Oh. Das wäre fast schief gegangen.
Aber hier ist auch wieder Baustelle, ne? Jo, die letzten 68 Meilen, Freunde. 4 Stunden 33 haben wir noch. Das kriegen wir hin. Sind bald da. Und dann können wir alle aufs Töpfchen gehen. Oh. Aber ich muss gerade auch extrem dringend auf Toilette. Aber ich versuche das noch auszuhalten. Der Kaffee, der will wieder raus, weißt du? Der drückt so ein bisschen. Immer geradeaus weiter. Meile für Meile. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir brauchen den Ruf, wir brauchen die Erfahrungspunkte, wir brauchen die Kohle. Wir brauchen alles. So, Navi sagt, in 26 Meilen sind wir am Ziel, aber ich soll in 30 Meilen abbiegen. Irgendwas haut da nicht hin. Interessant, auf jeden Fall. Ah, okay, guck mal, jetzt wurde es aktualisiert. Hat wieder hinterhergehangen, ne? Ja, ja. Schon mal Blinker setzen. So. Oh, das wird schwierig. Warte.
mega. Mega, mega, mega. Das war richtig cool. So, kurbeln. Jawohl, danke schön. Kabellage ab. Ey. Jawohl. Dann hier einmal. Alle Kabel getrennt. Dann können wir jetzt hier trennen. So, und dann gehen wir ins Office. Ah, ist zum Glück gleich hier vorne. Das ist doch schön. La, 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 la. So, schönen guten Tag, mein lieber Herr Manager. Bäm! Aufgabe erfüllt. Beschädigtes Radar. Nach Studieninitiative Elektromagnetisches Aurora. Was für ein Name. Schwierigkeit war einfach. Wobei ich hätte eher gesagt Mittel, aber gut. Ankunftszeit nach 9 Stunden 55 Minuten. 3 Stunden 57 hat man noch Zeit gehabt. Frachthaltbarkeit liegt bei 100% und Parkpräzision bei 5. Ruf 5 Sterne, Erfahrung 244. Basiszahlung war 6236. Dann gab es den Parkbonus von 600 und Season Premium von 1559 Dollar. Macht summa summarum 8.395 Dollar für unser Portemonnaie. Geil. Dann gucken wir mal, was er noch so hat. Beschädigte Weltraumforschungsausrüstung. Lizenz benötigt E. Okay. Gut. Interessant. Dann würde ich sagen, hau ich mich jetzt erstmal hier aufs Ohr, schlaf eine Runde und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann suchen wir uns einen schönen neuen Auftrag. Meine lieben Freunde, ich bin sehr zufrieden. Fracht ist nicht kaputt gegangen. Alles so, wie es soll. Wir haben ordentlich Geld verdient und gelevelt haben wir auch. Können wir nochmal eben schnell gucken. Warte mal. Wie sieht's aus? Ja. LKW-Fahren haben wir Stufe 4, Persönlichkeit haben wir Stufe 5, mechanisch haben wir nicht so viel, aber müssen wir auch noch machen. Kommt alles in der nächsten Folge dann. Aber bis dahin bedanke ich mich bei euch für eure immer wiederkehrende Unterstützung. Ich freue mich immer sehr. Wünsche euch einen zauberhaften Tag und natürlich ganz viel Spaß beim Selberspielen. Wenn ihr mögt, nehme ich euch dann auf der nächsten Tour wieder mit. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö. Genau, der Charakter fängt an zu gehen. Tschö. Mit Öl.